Guten Abend, liebe Zuschauer. In der Ukraine gibt es neue Rekrutierungsmethoden. Die ukrainische Regierung hat offenbar Probleme, ihren Bürgerkrieg im Osten des Landes personell aufrechtzuerhalten, obgleich in Medien und Politik ständig von sogenannten Erfolgen die Rede ist. Aktuell ist es der fünfte Anlauf an der Teilmobilmachung seit dem Maidan Anfang 2014. Die jungen Menschen im wehrfähigen Alter sehen aber immer deutlicher, dass sich keiner wirklich um sie kümmert. Und dass es gar nicht um die Zukunft ihres Landes oder um eine echte Antiterroroperation geht. Auf die postalischen Einberufungsbescheide meldet sich nur eine verschwindend geringe Anzahl von Wehrpflichtigen. Die mobilen Einberufungsgruppen stehen oft vor verschlossenen Haustüren, sodass man neue Strategien braucht, die dienstunwilligen Männer dennoch in die Armee zu zwingen. Passkontrollen an öffentlichen Plätzen, U-Bahn-Stationen oder Einkaufszentren dienen der Identifikation von Wehrpflichtigen. An vielen Straßencheckpoints wurden Spezialisten postiert, die Listen von gesuchten Personen bei sich haben. Ist jemand dabei, der einberufen wurde, wird er gezwungen, sofort an die Unterschrift auf dem Bescheid zu leisten. Andernfalls kann es zur Verhaftung kommen. Nicht einmal mehr Familienväter mit mehr als drei Kindern werden von der Einberufung verschont, obwohl dies gesetzlich verankert ist. Ein neues Gesetz sieht bis zu 5 Jahren Haft für ein mehrfaches Nichterscheinen im Kreiswehrersatzamt vor. Verehrte Zuschauer, diese regelrechte Jagd auf potenzielle Soldaten zeigt, dass diese aktuelle Regierung den völkerrechtswidrigen Krieg gegen die eigene Bevölkerung mit allen Mitteln durchzudrücken versucht. Die Stationierung ausländischer Truppen ist in der Ukraine nun offiziell erlaubt. Guten Abend. Am 4. Juni 2015 hat das ukrainische Parlament mit einer knappen Mehrheit Gesetzesänderungen zugestimmt, die die Anwesenheit bewaffneter Kräfte anderer Staaten auf dem Territorium der Ukraine erlauben. Laut dem Gesandten der Luganska Volksrepublik, Wladislaw Dainego, sei das Gesetz verabschiedet worden, um die Anwesenheit ausländischer Soldaten zu rechtfertigen, die bereits in der Ukraine aktiv sind. Die Rede ist von bis zu 20.000 Soldaten, hauptsächlich aus Ungarn und Polen. In der offiziellen ukrainischen Begründung heißt es, die Präsenz derartiger Streitkräfte soll die baldige Normalisierung der Situation in Donbass sicherstellen. Darüber hinaus soll der Einsatz dazu beitragen, in den Regionen Donetsk und Lugansk die gesetzliche Ordnung und normalen Lebensverhältnisse, die verfassungsmäßigen Rechte und die Freiheit der Bürger wiederherzustellen. Was das bedeutet, kann man nur erahnen. Mit einem kurzen Einblick in die hierzu veröffentlichten Begleitdokumente möchte ich Sie verabschieden. Atomwaffen oder andere massenvernichtungswaffenfähige Trägersysteme sind zum kurzfristigen Einsatz nach internationalen Vereinbarungen mit der Ukraine zugelassen. Steht die deutsche Bundeswehr unter US-Kommando? Verehrte Damen und Herren, die deutsche Bundeswehr betreibt eine Attraktivitätsoffensive für neue Einsatzkräfte. Doch was hat es damit auf sich und wer genau hält im Hintergrund die Fäden in der Hand? Derzeit ist unsere Bundeswehr in 15 Ländern aktiv. Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen bemüht sich nun zielstrebig, diese Einsätze auf den Nordirak und die Ostukraine auszuweiten. Das lässt auf eine massive Erhöhung des Verteidigungshaushaltes schließen. Ein Bundestagsmandat dazu hält sie nicht für notwendig, da es sich angeblich nicht um bewaffnete Operationen handelt. Doch warum dann diese Forderungen aus Washington nach höheren Militärausgaben der NATO-Partner? Immer wieder hat US-Ex-Verteidigungsminister Chuck Hagel die europäischen NATO-Mitglieder dazu aufgefordert, sich sehr rasch zu höheren Verteidigungsausgaben zu verpflichten. Andrew Jackson, siebter Präsident der USA, sagte einmal: Nimm dir Zeit zum Nachdenken. Aber wenn die Zeit zum Handeln kommt, hör auf mit dem Denken und geh los. Wäre es in diesem Fall nicht ratsam, sich zunächst eine kurze Zeit zum Nachdenken zu nehmen? Wohin würde eine Ausweitung der Einsätze führen? Und was könnten die Konsequenzen sein? Meine Damen und Herren, mit diesen Fragen verabschiede ich mich für heute aus dem Studio Koblenz. Meine Damen und Herren,
Die Lage in der Ostukraine spitzt sich wieder zu. Die OSZE-Beobachter in der Region vermelden eine kontinuierliche Eskalation der Kampfhandlungen zwischen der ukrainischen Armee und den Separatisten. Wir zählen immer mehr Brennpunkte, sagte der Vizechef der OSZE-Beobachterkommission in der Ukraine, Alexander Hug, am vergangenen Samstag, dem 13. Juni 2015. Die OSZE alarmiert, dass die Kämpfe zunehmend in bewohnten Gebieten ausgetragen werden, dass Landminen zum Einsatz kommen und dass schwere Waffen wieder an die Front zurückkehren. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Denn im Rahmen des sogenannten Minsk-II-Abkommens wurden die schweren Waffen vor 3 Monaten endlich von den Frontlinien zurückgezogen. Und gerade jetzt, wo das bisher einigermaßen stabile Minsk-II-Abkommen definitiv zu scheitern droht, wären neue friedensstiftende Maßnahmen in der Ukraine wichtiger denn je. Doch die USA tun leider genau das Gegenteil. Statt die Konfliktparteien dazu aufzurufen, sich an das Minsk-II-Abkommen zu halten und die Finger definitiv von schweren Waffen zu lassen, möchte das US-Verteidigungsministerium nun selbst auch noch schwere Waffen ins Spiel bringen. Konkret plant Washington nach Verlautbarungen der New York Times gerade sowohl Panzer und schwere Waffen als auch 5000 US-Soldaten in die NATO-Oststaaten und damit an die russische Grenze zu verlegen. Man möchte den Brand im Ukraine-Konflikt also auch in Zukunft mit Benzin löschen. Doch ein solcher Schritt würde die wichtige NATO-Russland-Akte aus dem Jahr 1997 auflösen. In diesen Verträgen wurde Russland zugesichert, dass man auf die dauerhafte Stationierung von Bodentruppen und Waffen in den NATO-Oststaaten verzichten werde. Moskau wird den Bruch dieses Vertrags nicht widerstandslos hinnehmen können und eine neue Eskalationsstufe des Konflikts wäre vorprogrammiert. So sehr sich die USA scheinbar um die Einhaltung der Menschenrechte in anderen Ländern sorgen, der Schutz der notleidenden Zivilbevölkerung im Donbass scheint ihnen aktuell gleichgültig zu sein. Die Stationierung schwerer US-Waffen an der russischen Grenze nützt der leidgeprüften Bevölkerung in der Ostukraine nichts. Schon gar nicht sichert sie den Frieden auf dem europäischen Kontinent als Ganzes. Denn Frieden in Europa kann es nicht gegen, sondern nur mit Russland geben. Engagieren auch Sie sich gegen den Krieg, indem Sie unsere Sendungen weiter verbreiten. Vielen Dank und guten Abend. Sehr geehrte Zuschauerin, sehr geehrte Zuschauer, ein herzliches Willkommen aus dem Studio Chur zu einem Bericht, der heute insbesondere ein Zeitdokument darstellt. Ein Zeitdokument, das die Verbrechen am ukrainischen Volk aufzeigt. Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Erfahren Sie heute, welche Auswüchse der Krieg gegen die Zivilbevölkerung angenommen hat. Dazu erfahren Sie auch, welche Tatsachen von den Medien sonst noch verschwiegen werden. Eine weitere Frage wollen wir dabei ebenfalls erörtern, nämlich wem eigentlich die Ukraine gehört. Erfahren Sie aber auch, welche unglaublichen Ausmaße die Medienzensur angenommen hat. Bereits nach dem gleich folgenden Leserbrief werden Sie uns zustimmen, dass solche Tatsachen keinesfalls mehr verschwiegen werden dürfen. Dieser Hilferuf an Klagemauer TV erreichte uns in den letzten Tagen. Seit über 10 Jahren schreibe ich regelmäßig Leserbriefe. Alle wurden ohne Ausnahme ungekürzt abgedruckt. Seit Beginn der Ukraine-Krise stelle ich jedoch fest, dass mehrere Leserbriefe zu dieser Krise zensiert und nicht veröffentlicht wurden. Im letzten nicht veröffentlichten wollte ich auf den Völkermord aufmerksam machen, der aktuell in der Ukraine stattfindet und von glaubwürdigen Quellen zweifelsfrei belegt wird. Die westlichen Massenmedien bilden jedoch eine geschlossene Form des Stillschweigens gegenüber diesem grausamen Verbrechen. Können Sie bitte helfen, diesen Völkermord ans Licht zu bringen? Dieser Hilferuf hat uns veranlasst, für Sie einen etwas ausführlicheren Bericht zu gestalten. Der vorliegende Brief stellt ein Zeitdokument dar, das die Verbrechen am ukrainischen Volk und ein unglaubliches Ausmaß an Medienzensur ans Licht bringt.
Und wir können mit dieser Sendung die Zensur durchbrechen und die Drahtzieher von Schwerstverbrechen in die Öffentlichkeit stellen, damit auch hier wieder Rechenschaft gezogen werden kann. Auch alles, was gleich folgt, darf somit nicht unter Verschluss gehalten werden. Denis Bujelin ist der Sprecher der Regierung von Donetsk. Im Februar dieses Jahres gab er bekannt, dass seit Beginn der Kämpfe in der Ostukraine 7000 Menschen ihr Leben verloren. Und das waren überwiegend Zivilisten. Mittlerweile hat sich eine ganze Armada von zerstörten oder zumindest beschädigten Infrastrukturobjekten summiert. Folgende Schäden sind bisher dokumentiert: 3769 Häuser, 1185 Gasversorgungsanlagen, 351 Stromleitungen und Verteilstationen, 88 Fernwärmeverteiler, 28 Wasserversorgungsanlagen, 47 Krankenhäuser und Kliniken, 192 Schulen, Kindergärten und so weiter. Die westlichen Medien verbreiten weiterhin immer noch die These, dass sich der Kampf der Kiewer Putschregierung nur gegen sogenannte Separatisten richte. Diese Zahlen widerlegen jedoch diese Auffassung ganz klar. Die Kiewer Putschregierung führt eindeutig Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Es bestätigt sich auch aus dem nächsten Bericht von Juri Jurtschenko. Juri Jurtschenko ist unabhängiger Kriegsberichterstatter. Er bestätigt folgende erschreckende Tatsache, ich zitiere: Die ukrainische Nationalgarde kannte die Hauptquartiere der Separatisten, aber sie haben fast nur auf Kliniken, Schulen und Infrastrukturziele geschossen, damit alle in Angst und Panik versetzt werden. Zitat Ende. Die extrem hohe Anzahl zerstörter Objekte, wie zum Beispiel 1185 zerstörte Gasversorgungsanlagen, lässt nur die Schlussfolgerung zu, dass dies alles vorsätzlich erfolgt sein muss. Da Kiew nun auch Teil der Ostukraine nicht mehr mit Gas versorgt, sprach der russische Präsident Putin angesichts dieser dort herrschenden humanitären Katastrophe von Völkermord. Doch auch hierzu die Frage: Warum blieben diese Fakten und Zusammenhänge in den Mainstream-Medien unter dem Tisch? Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, auch der nächste Beitrag zeigt eine weitere Perspektive auf, weshalb die Bevölkerung in der Ukraine so viel Leid ertragen muss. Igor Berkut, Vorsitzender der Partei Velia Kaya Ukraine, zeigte bereits 2011 an einer Pressekonferenz erschreckende Zusammenhänge auf. Sinngemäß formulierte er in der folgenden Einspielung seine Beobachtung: Man muss verstehen, dass die sowjetische Ukraine und die heutige Ukraine verschiedene Länder sind. Unser Land gehört jetzt einer kleinen Gruppe von sogenannten Oligarchen, die Milliardäre unseres Landes, die alle in der Regierung sind oder Einfluss auf sie haben, ohne Bezug zum Volk. Laut UdSSR-Verfassung von 1978 war die Ukraine ein Staat des Volkes. In unserer heutigen Verfassung steht das nicht mehr. Als unser Land in Form von Fabriken, Unternehmen und so weiter in die Hände dieser wenigen Milliardäre fiel, haben sie auch die Bevölkerung bekommen. Kein Besitzer dieses Landes wollte jedoch dieses Volk. Wieso sollten denn die Eigner unseres Landes soziale Verpflichtungen für Millionen von Menschen auf sich nehmen, die ihnen keinen Profit bringen? Heute besteht ihre Hauptaufgabe darin, sich irgendwie von dieser ganzen Bevölkerung zu befreien, denn sie verbraucht täglich Ressourcen. Viel gibt es dazu wohl nicht mehr zu sagen. Nachdem Sie nun auch diese Tatsachen gehört haben, möchten wir Sie zum Schluss ermuntern, sich Ihre eigene Meinung zu diesen unerfreulichen Tatsachen zu bilden. Ganz ohne Zitat möchten wir Sie aber doch nicht entlassen. Im Februar letzten Jahres bemerkte Angela Merkel: Wer das Militär gegen die eigene Bevölkerung einsetzt, hat jede Legitimation verloren. Auf Wiedersehen.
Haben auch Sie ein öffentliches Unrecht zu beklagen? Bleiben Sie damit nicht allein. Schreiben Sie noch heute an klagemauer.tv. Klagemauer TV. Nicht gläserne Bürger, gläserne Medien, Politiker und Finanzmogule brauchen wir.